Schönen guten Morgen. Ich habe gerade schon die Küche ein bisschen auf Vordermann gebracht. Die war von gestern Abend noch etwas unordentlich. Und jetzt gönne ich mir erstmal einen Kaffee, wie jeden Morgen. Nachher fahre ich in den Stall und werde, keine Ahnung, was ich mit Oma mache, vielleicht ausreiten oder auf dem Platz reiten, vielleicht auch Bodenarbeit. Ich habe noch keinen Plan. Auf jeden Fall, was ich weiß, ich habe meine ganzen Halfter und Trensen schon eingepackt. Da haben sich ganz viele mal wieder ein Update gewünscht, dass ich euch das alles zeige. Und das mache ich dann eben im Stall. Weil da ja der Rest ist, ich habe jetzt einen Teil im Kofferraum und ein Teil ist im Stall. Und wenn ich dann nachher hinfahre, dann zeige ich euch das mal wieder. Aber jetzt gönne ich mir erstmal meinen Kaffee und werde noch eine Kleinigkeit frühstücken und dann geht's los. Okay, ich habe beschlossen, dass ich meinen Workout noch schnell mache. Das muss heute auf jeden Fall noch sein und nachher bekommen wir Besuch zum Grillen und da will ich es dann nicht mehr vorher noch schnell irgendwie reinschieben. Und deswegen mache ich das jetzt einfach noch. Ich mache das ja eh total gern, dafür, dass es Sport ist. Und ja, dann lege ich mal los. Ich habe neue Leckerlis von zu Hause mitgenommen, die Natur-Leckerlis mit Apfelgeschmack vom Krämer. Allerdings werde ich euch jetzt erstmal die Halfter und Trensen zeigen. Ich habe die schon draußen parat gelegt, für mich dann draußen, weil da einfach das Licht besser ist. Ich habe wirklich alles dabei, was ich halt so die letzten Jahre angesammelt habe. Ein paar einzelne Teile habe ich zwischendrin verkauft, aber ja, ist halt schon einiges, was sich da angesammelt hat in der Zeit. Und ich zeige jetzt einfach mal alles. So, ich habe es mir jetzt mal vor dem Stall hier gemütlich gemacht, quasi bei unserem Putzplatz. Hier ist das Licht einfach besser wie drinnen. Und zwar habe ich einmal das mit Kunstfell von Rider's Choice. Das ist alles ziemlich verwurschtelt. Wie gehört es denn? So. Also dunkelblaues von Rider's Choice. Ich mache das jetzt einfach im Schnelldurchlauf, weil es gibt eh nicht so viel zu erzählen. Dann ein schwarzes, vollflauschiges von Applejack ist das. Ich glaube, das heißt Suave oder so. Unser Koppelhalfter. Das braucht Momo jetzt aktuell gar nicht mehr, weil er nicht mehr auf die Koppel geführt wird oder so. Aber ich habe es halt trotzdem noch so als Notfallhalfter, sage ich jetzt mal. Das ist ein ganz einfaches, schwarzes Nylonhalfter mit einem älteren pinken Strick. Dann habe ich hier eins meiner Lieblingshalfter von Escadron. Das ist dieses schwarz-matte mit grauem Kunstfell und passendem Strick dazu. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft. Weiß nicht mehr genau, entweder 2019 oder 2020 war die Kollektion. Mein erstes und einziges Lammfellhalfter, also mit richtigem Lammfell. Das ist schon viele Jahre alt. Habe ich auch schon öfter überlegt, ob ich es verkaufe, weil ich es eigentlich aktuell nicht benutze. Aber irgendwie hängen viele Erinnerungen dran, weil es ja doch das erste teure Halfter war, das ich für Momo so gekauft habe. Das ist, glaube ich, aus der Walnut, wo diese Petrol, Dark Red oder wie hieß das? Auf jeden Fall, ja, hängen da einfach ein paar Erinnerungen dran und deswegen hebe ich das weiterhin auf. Dann noch so ein Nylon-Halfter von Horse. Das finde ich auch echt hübsch tatsächlich, obwohl es so schlicht ist. Das hat so ein Rautenmuster an den Seiten und hier vorne. Und ich finde, das steht Momo auch echt gut. Das könnte ich mal wieder hernehmen. Hier ist das zweite. Das zeige ich euch zusammen. Das sind meine zwei Knotenhalfter. Das hier habe ich mal geschenkt bekommen und das hier habe ich selber gemacht. Das ist ein dunkelblaues, wo hier oben so ein bisschen Polster dran ist und den Nasenriemen habe ich so umflochten mit grauem Seil und das hier ist eben so türkis mit schwarz-weißen Details. Dann kommen wir zu den Trensen. Das sind auch einige. Ein paar habe ich eh schon verkauft, die mir nicht so getaugt haben. Das hier ist wieder ein Erinnerungsstück. Das ist eine Western-Trense und das ist Momos erste Trense, die er quasi schon hatte, als ich ihn gekauft habe. Und die kann ich auf keinen Fall verkaufen. Das ist das einzige von früher quasi noch. Und die Zügel waren damals auch dabei. Das sind so geschlossene Baumwollzügel. Habe ich quasi mitbekommen, als ich Momo gekauft habe. Und ich habe hier halt so ein
Sidepull reingehängt in die Gebissriemen, damit ich die gebisslos benutzen kann. Diesen Riemen habe ich übrigens, also das hier unterm Fell, habe ich glaube bei eBay damals gekauft und halt hier noch so ein Fell dran gemacht. Diese Trense ist zusammengestellt, also dieses Teil, was hier, also dieses Genickteil, die Basis war die erste Trense, die ich jemals für Momo gekauft habe, die ist von Löstau. Und da kann man den Nasenriemen so austauschen. Der Nasenriemen hier ist jetzt von Crème aus so einer Mix and Match Kollektion. Und dann habe ich auch noch von Löstau so ein Hannoversches, das man da einbauen könnte. Also kann man quasi durchwechseln. Das ist auch eine meiner Lieblingstrensen, die ich auch ganz lang schon benutzt habe und auch immer wieder gerne zwischendrin benutze, um da eben mal durchzuwechseln. Die ist von Ascot und hat so ein verbundenes Nasensperrriementeil. Damit läuft er auch sehr zufrieden, aber momentan habe ich eine, mit der ich noch zufriedener bin. Aber wie gesagt, die nehme ich auch immer wieder gerne mal her. Hat auch einen super schönen Stirnriemen mit so Glitzersteinen und hier hängt noch die Marke dran. Ich glaube, die habe ich von der Lisa bekommen. Müsste ich auch mal meine neue Trendsets dran machen. Von Soul Horse. So eine, was steht da drauf? Herzenspferd, genau. Dann unsere aktuelle Trense. Danach fragen mich auch immer ganz viele. Die ist aus der Mix and Match Kollektion vom Krämer. Also der Genickriemen ist ein extra Teil gewesen quasi. Dann der Nasenriemen. Da kann man den Sperrriemen eben abnehmen. Den habe ich jetzt runtergemacht und es ist einfach so super weich, das Leder. Sowohl am Genick als auch hier der Nasenriemen ist so weich unterlegt einfach. Hier habe ich ein doppelt gebrochenes, normales Gebiss aktuell drinnen. Und der Stirnriemen ist von Magic Tag. Dann habe ich hier noch meinen selbstgemachten 4-in-1 Zaum. Den kann man ja als normale Trense, als Halfter, als Kappzaum und als Sidepull. Genau, diese vier Funktionen hat der. Den habe ich selbst gemacht. Ich kann euch gerne mal das Video hier verlinken, falls ihr das noch nicht kennt. Allerdings habe ich den mittlerweile noch etwas gepimpt. Im Video war hier noch kein Ring an den Backenstücken, den habe ich nachträglich jetzt noch eingebaut, weil der mir so einfach noch besser taugt. Ich könnte auch mal wieder ein neues Video dazu machen, also mit dieser Version mit den Ringen hier. Das wäre, glaube ich, mal eine gute Idee, weil viele basteln den tatsächlich immer noch nach. Das Video habe ich vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so gedreht. Werde ich immer noch verlinkt auf Instagram, dass der nachgebastelt wird und wäre, glaube ich, an der Zeit, da mal ein neues Video drüber zu machen. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr da ein neues Video dazu sehen wollt. Und last but not least, meine geliebte Western-Trense von Crème auch. Hat so geflochtene Details. Auch hier an den Seiten. Hier so ein D-Ring-Gebiss, das ist auch vom Krämer, heißt D-Ring-Trense Anatomica oder Anatomical, irgendwie so. Und da habe ich offene Lederzügel dran, die sind auch noch von früher, die waren quasi eigentlich auch an der Western-Trense, die ich mit Momo gekauft habe, da waren zwei Zügel dabei. Genau, das war's, war eh reichlich, viele, viele Sachen. Und jetzt werde ich mir Momo rausholen. Oh mein Gott, ich habe einfach meine zwei Lieblingshalfte vergessen, weil die ja hier drinnen hängen. Und zwar ist das einmal das vom Krämer aus dieser Moonlight-Kollektion. Das habe ich von der Franzi zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich liebe das einfach mit Glitzer. Das ist so schön. Da habe ich aktuell so einen schwarz-grauen Strick dran, weil ich keinen passenden habe. Aber ich finde, der passt eh ganz gut. Und ach, hier hängen sogar noch drei. Ups, mein Lederhalfter von Ascot, das sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Aber ich liebe es einfach trotzdem. Da habe ich einfach einen schwarzen Strick dran. Und das habe ich ja auch noch. Das mag ich auch tatsächlich sehr gern. Das ist von Crème so ein Basic-Halfter in schwarz-weiß-grau. Und hier hängt mein süßer Pferdchen-Anhänger dran. Den habe ich auch schon jahrelang und den liebe ich einfach auch. So, das waren jetzt aber alle Hälfte. So, jetzt wird geputzt. Momo und Mizi sind schon bereit. Die Globuli fütter ich Momo übrigens aktuell fürs Ekzem. Soll wohl helfen. Geht ihm auch immer noch echt gut mit dem Ekzem. Noch keine offenen Stellen, der Mähnenkamm ist nicht heiß oder geschwollen. Alles supi. Bist ein Braver. Hat Futterumstellung und weniger Koppelgang.
sehr gut geholfen scheinbar. Momo ist geputzt, wird noch getrennt und dann geht's los. Das letzte Video war ja ein... Oh, es ist gerade so hell. Das letzte Video war ja ein ausgiebigeres Ausreitvideo. Von daher werde ich euch einfach ein paar Sequenzen einblenden. Apropos, ich habe es jetzt schon erzählt. Ich habe mich für Ausreiten entschieden, weil heute der einzig schöne Tag in der Woche ist scheinbar. Und das muss ich tatsächlich ausnutzen. Wenn es jetzt sonst nur noch regnet, muss ich heute auf jeden Fall ausreiten gehen. Und ich blende euch dann, wie gesagt, einfach ein paar Sequenzen ein. Wir sind zurück, Momo ist schon versorgt und wieder im Stall. Er hat sein Futter bekommen, hat seine Decke wieder drauf. Ich habe ihm die Beine abgespritzt und jetzt gehört draußen noch fertig ausgemistet. Ich habe ja bisher nur drinnen schon gemacht. Jetzt ist sie wieder da. Genau, ich miste jetzt draußen noch. So, erledigt. Ich glaube, gerade eben war alles unscharf. Keine Ahnung, ob ich den Tag reinschneide. Habe hier draußen abgemistet. Da kommt der Momo. Schlappohr Momo. Hi. Futter für heute Abend und morgen Abend ist hergerichtet. Und jetzt gibt es noch ein Karotti für der Schnuti hier. Die ist so dunkel. Moment, Moment. Jetzt. Ja, schau. Ich bin mittlerweile zu Hause, bin auch schon geduscht, habe noch nasse Haare und ich muss mich jetzt an die Grillsachen machen, also Salate herrichten und sowas. Ich habe noch 2,5 Stunden Zeit, bis unser Besuch kommt zum Grillen und da müssen wir natürlich Salate und so weiter hergerichtet sein. Deswegen werde ich damit jetzt mal anfangen. Es gibt Bulgursalat und ihr seht natürlich gar nichts mehr und Tomate Mozzarella. Es ist soweit alles fertig. Ich muss nur noch mich ein bisschen herrichten, schminken und so. Wobei ich eh nicht viel machen werde. Salate sind fertig, Fleisch und sowas für unsere Gäste. Ist alles im Kühlschrank, muss ich nur noch rausholen. Die Baguettes kommen dann in den Ofen. Ja, und sonst muss ich, glaube ich, nichts mehr vorbereiten. Damit beende ich das Video auch, weil ich dann nicht mehr filmen will, wenn unsere Freunde da sind. Ich hoffe sehr, dass euch der Einblick in meinen Tag gefallen hat. Schaut auch gern auf Instagram vorbei. Ich blende euch hier den Namen irgendwo ein. Und bis zum nächsten Video.